die Versammlung in die Hände des Herrn legen und lasst uns einfach uns ausstrecken nach wem? Jesus. Nach Jesus, unserem Herrn Jesus Christus. Ob du dich mal möchtest. Herr Jesus, Barnabel, Herr, du großer Gott, Herr, wir wollen dich loben und preisen. Wir wollen vor dich treten, Jesus, Herr. Herr, vor deine heilige Füße, Jesus, Herr. Herr, wir brauchen dich, Herr. Wir brauchen deine Salbung. Wir brauchen deine Gegenwart, Herr. Wir wollen auch nichts produzieren aus uns raus, Herr. Sondern du sei gegenwärtig, Herr. Und schenke uns ein in Fülle, Jesus, Herr. Herr, alle, die hier gekommen sind, Jesus, von nah und fern, Herr. Wir bitten dich um deinen Frieden, um dein Shalom, um deinen Segen. Jetzt, Herr, du hast gesagt in deinem Wort, wo 32 versammelt sind, da bist du mitten unter ihnen, Herr. Jesus, Herr, wir wollen dich einladen. Wir wollen dich willkommen heißen, Jesus, Herr. Herr, komm du in unsere Mitte, Herr, und fülle diesen Raum mit deinem Shalom, Herr, mit deinem Frieden, Herr, mit deiner Gegenwart, Herr, mit deiner Heiligkeit, Herr. Komm du in unsere Mitte, Jesus, Herr. Du hast gesagt in deinem Wort, wenn wir dich suchen, dann lässt du dich finden, Herr. Herr, wir wollen dich jetzt suchen, wir wollen dich anbeten, Herr. Wir wollen Gemeinschaft haben mit dir, du großer Gott, Herr. Du Gott Israels, Jesus, Herr. Komm du in unsere Mitte, Herr. Dank und Lob sei dir, Herr. Halt du alles fern, Herr. Alles, was stören möchte, Herr. Halte du fern, Herr. In der Liste, der Wendet Bardebel, gegen Ordnungsamt Gatschi, Herr Barkramen, Herr. Für die Gegenwart, Herr. Bei die Laute in dir was, Jesus, Herr. Und in dir was, himmlisch doch, Herr, das, Jesus. Dank und Lob sei dir für diesen Tag. Halleluja. Amen. Amen. Oh, sei mein Herr.
Halleluja, Amen. Ja, ihr wisst ja, was für einen Tag wir heute feiern. Heute haben wir was? Der heilige Pfingstock. Wir haben heute Pfingsten, Halleluja. Und kann mir jemand sagen, was Pfingsten bedeutet? Ja, keiner sagt was. Kam der Heilige Geist. Pfingsten steht für die Ausgießung des Heiligen Geistes, Halleluja. Und ich denke, das wollen wir heute auch erleben. Amen. Wir wollen den Heiligen Geist in unsere Mitte einladen. Wir wollen einfach Pfingsten miteinander feiern und unsere Herzen öffnen, dass der Herr Jesus einfach, wie damals bei den Jüngern, dass der Herr Jesus mit seinem Geist in unsere Mitte kommt und dass wir einfach Pfingsten erleben. Halleluja. Pfingsten ist wunderbar. Und Pfingsten sollte eigentlich jeden Tag bei uns sein. Nicht nur diesen Sonntag, an dem wir jetzt gedenken, aber Pfingsten sollte jeden Tag in unserer Mitte sein. Der Heilige Geist, der uns leitet, der uns führt in aller Wahrheit und in aller Gerechtigkeit. Amen. Dann lasst uns heute Pfingsten feiern und streckt eure Herzen aus. Lasst euch einfach neu erfüllen. Amen. Halleluja. Wir feiern den Jesus. Amen. Und in die Welt und die Freiheit. Und deine Lüge.
Ich war am Sonntagabend oder Nacht, bin ich ins Krankenhaus gekommen mit hohem Blutdruck. Und es ging mir wirklich schlecht und ich habe gedacht, jetzt muss das sterben. Aber es war noch nicht meine Zeit. Amen. Und wie es weitergeht, Gott weiß es. Ja, und da sieht man, wie schnell auch ein Leben anders sein kann. Ja? Du kannst nicht sagen, ich habe noch Zeit oder ich verschiebe es. Ich habe heute keine Lust. Es kann zu spät sein. Wenn du hier rausgehst, fallst um, bist tot. Darum müssen wir bereit sein. Das ist das Wichtigste von allem. Und das wünsche ich auch für jeden, der hier drin ist. Und lass uns einfach ausstrecken und seine Kraft spüren, dass wir gestärkt in den Alltag gehen. Amen. Amen. Ulla, ihr Zeugnis. Dann lass uns vielleicht gemeinsam gerade aufstehen. Und für die Familie, die schwere Not jetzt hat, die schweres Leid hat, auch für unser Bruder Anwan, wo der Sohn gestorben ist, dass wir auch für diese Familie beten, für die Kinder, für die Lolita, die wir alle sehr gut kennen, dass Jesus einfach da tröstet und einfach sein Werk tut. Walter, betrete du. Auch den Bagram in Jesus, Herr. Alle Glan tut der Jesus. Mangatut, Herr, und dein Shalom, mangatut um so. Herr, lege du deine durchgrabene Hände auf sie und segne die Familienangehörigen. Und wer kann trösten wie du, Herr? Herr, wer kann Hoffnung schenken wie du, Herr? So wollen wir dich bitten, dass du sie segnest, Herr. Ob der junge Mann, seine Familie aus der Schweiz. Herr, ich kenne ihn nicht, aber du kennst ihn von Anfang an. Du weißt um alles, Herr Jesus, die ganzen Umstände, Herr. Wir verstehen nicht alles, Herr. Aber wir wollen dir vertrauen, dass du, Herr Jesus, Herr, doch Gnade schenkst, Herr. Weiterhin, Herr, alle, die deinen Namen anrufen, sollen Kraft erfahren, sollen Trost erfahren und auch die Liebe Gottes erleben, Herr. So wollen wir dich auch bitten für Antoine und seine Familie. Du siehst auch da, Herr Jesus, Herr, und das Leid, Herr Jesus, Herr, und auch Lolita und Kinder und Kindeskinder, Herr. Alle Personen bringen wir dir, Herr. Und dass du ihnen wirklich Kraft schenkst und Hoffnung und Hoffnung auf ein Wiedersehen, Herr. Wir danken dir auch, Herr, dass für uns du deinen Schutz und deine Bewahrung seither geschenkt hast, Herr. Und dass du unsere Kraft bist, die Kraftquelle, Herr. Und dass du, Herr, du bist unsere Impfung, Herr Jesus, Herr. Ich danke dir, Herr. Wir preisen dich und wir loben dich, Herr. Dieser ganze Gottesdienst soll zu deines Namens Ehre, Herr, einfach geschehen, Herr. Danke für Frieden, Herr. Öffne unsere Herzen, unsere Gedanken, unsere Ohren und Augen, Herr. Gelobt sei dein Name, Jesus. Amen. Amen. Halleluja. Oh.
Was heißt Pfingsten? Ausgießung des Heiligen Geistes. Amen. Pfingsten passt und was ich gehört habe in einer Predigt, und ich denke einfach, ich muss das euch weitergeben. Pfingsten ist der Tag des Herrn, Halleluja, Amen, und wir feiern es als Christen, wie damals, man sagt auch, die erste Gemeinde es gefeiert hat nach Pfingsten, das waren die erste Gemeinde, sagt man. Und es ist schön, wenn wir Pfingsten erleben. Ich habe in einer Predigt gehört, hat der Prediger erzählt und gesagt, das ist, du bekommst bei deiner Bekehrung ein E-Auto. Das ist deine Bekehrung, geistlich gesehen jetzt einfach. Ja?
ein elektrisches Auto. Du kannst mit dem fahren, wenn er Strom hat. Und so ist es mit dem Geist Gottes auch. Wenn wir ein E-Auto bekommen und wir sind nicht an dieser Steckdose, dann haben wir zwar das E-Auto, aber wir haben die Power und die Kraft nicht, die wir von dieser Steckdose bekommen. Das hat er gut verglichen und das habe ich mir gemerkt. Und es ist auch so in Wirklichkeit. Es gibt manche, die haben die Power schon bei der Bekehrung bekommen, den Heiligen Geist, Halleluja. Es ist große Gnade. Aber es gibt auch Menschen, und so war es auch bei mir, ich habe sie nicht gleich bekommen. Ich habe zwar das E-Auto geschenkt bekommen, die Bekehrung, die Wiedergeburt, aber ich musste erst den Heiligen Geist suchen, und dass er zu mir kommt. Halleluja. Und so ist es auch in unserem Leben. Lasst uns jetzt unsere Stecker in die Steckdose stecken, damit der Geist Gottes kommen kann über uns und trachten einfach nach dem Geist Gottes. Halleluja. Amen. 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 Schönes Beispiel, einfach, um was wir gut verstehen können. Wollen wir nochmal gemeinsam aufstehen, nochmal beten? Seid ihr damit einverstanden? Dann steht doch bitte mit mir auf. Komm, schließ doch mal deine Augen und lasst uns gemeinsam reden. Jesus, wir loben und preisen dich, Jesus, wir ehren dich, Herr. Danke, dass wir hier sein dürfen, Jesus, Herr. Gelobt und gepriesen sei dein Name, Jesus, Herr. Schare, wenn weh du, Jesus, Herr, weil du allerlei. Wir loben dich, wir preisen dich, Jesus, wir ehren dich, Herr. Keiner ist so wie du, Jesus. Niemand ist dir gleich. König aller Könige, Herr aller Herren. Majestät, Schöpfer Gott, Jesus, Herr. Wir loben dich, Jesus. Wir beten dich an und wir preisen dich, weil du Herr aller Dinge bist, Jesus, Herr. Wir danken dir, Jesus, dass du auch hier mitten unter uns bist, Jesus. Danke, dass du hier bist, Herr, in deiner Mission, in deiner Versammlung, Herr. Jesus, wir wollen dein Wort hören, Herr. Hilf mir, dein Wort jetzt recht auszuteilen, Jesus. Hilf mir auch, Herr, oder hilf deinen Kindern, die es hören, dass es ihr Herz trifft, Herr, dass wir berührt werden von dir, Jesus. Herr, ich bitte dich, Herr, rede zu ihrem Herzen. Renn es in ihrem Herzen ein, die ganze Woche, Herr, die ganze Zeit. Ich bitte dich darum, Jesus. Segne uns, Herr. Hilf mir zum Reden und hilf ihnen zum Hören, Jesus. Danke, Herr. Halt alle Störende fern und danke für alles, Jesus. Wir loben dich, Herr. Amen. Ich habe ein Wort empfangen, ich glaube diese Woche war es, und dieses Wort will ich gerne mit dir teilen. Hör mal gut zu, bitte. Lukas Kapitel 12, Abvers 35. Wenn ihr Bibel habt, wenn du keine hast, nimm doch das nächste Mal eine mit. Aber hör mal gut zu, wenn du keine Bibel hast, und wenn doch, dann schlag auf. Lukas Kapitel 12, Abvers 35. Dort steht etwas geschrieben. Eure Lenden sollen umgürtet sein und eure Lichter brennend. Also um die Hüfte, um die Lenden hier sollen wir umgürtet sein. Ich habe das so vor einigen Jahren schon gelernt. Früher in der Antike oder damals in der Bibelzeit haben ja die Männer lange Gewänder angehabt. Und wenn sie irgendwo hingegangen sind zum Laufen oder zum Wandern, zum Gehen, was haben sie gemacht? Sie haben diese Gewänder genommen, hochgebunden um den Gürtel rum und so hatten sie Bewegungsfreiheit mit den Füßen. Und so sind sie gelaufen. Bereit zu sein. Ein Bild ist das in der Bibel, bereit zu sein. Wir lesen das auch im Alten Testament, wo sie das Abendmahl nehmen, Moses zeigen, Auszug aus Ägypten. Dort steht geschrieben, 2. Mose 12, Vers 11. Da gibt Gott ihnen Anweisungen. So sollt ihr es aber essen, eure Lenden umgürtet. Und dann habe ich hier ein Vermerk in meiner Bibel. Bereit, das heißt, bereit zur Abreise. Die langen Gewänder der Männer wurden zu diesem Zweck mit einem Gürtel an der Hüfte hochgebunden, um Bewegungsfreiheit zu haben. Und hier in der Bibel heißt es, Lukas 12, Vers 35, eure Lenden sollen umgürtet sein. Ich muss bereit sein, heißt das nicht. Modernen Deutsch vielleicht. Ich muss bereit sein zur Abreise. Das Gegenteil, wir drehen mal die Sache um. Wenn ich mein Gewand fallen lasse oder nicht hochgebunden habe, ich mache es mir bequem, dann bin ich nicht bereit zur Abreise. Aber hier sagt die Bibelstelle,
eure Lenden sollen umgürtet sein und dann und eure Lichter brennend. Wir haben ja heute Pfingsten, wir feiern ja Pfingsten, was zum ersten Mal vor 2000 Jahren geschehen ist ungefähr. Eure Lichter sollen brennend sein. Wir wollen Kraft empfangen. Wie Elia gesagt hat, mit diesem Elektroauto, in dieser Steckdose, es muss verbunden sein, damit wir Kraft von Gott empfangen. Und das sagt hier diese Bibelstelle. Eure Lenden sollen umgürtet sein, steht dafür, bereit zu sein. Und eure Lichter brennend. Brennend voll des Heiligen Geistes, sagt die Bibel. Bei unserer Bekehrung, hat der Elia auch ein bisschen gerade erwähnt, wenn wir wiedergeboren sind, bekommen wir, empfangen wir Heiligen Geist. Aber hier meint die Bibel Pfingsten, voll des Geistes zu werden. Ich lese mal diesen Bibeltext, es sind ein paar Verse. Hört mal gut zu. Eure Lenden sollen umgürtet sein, eure Lichter brennend. Und eure Lichter brennend. Und seid den Menschen gleich, die ihren Herrn erwarten, wenn er von der Hochzeit aufbrechen wird. Damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Nochmal, lass uns mal zur Ruhe kommen, damit wir dieses Bibelwort verstehen. Ich lese diese zwei Verse nochmal vor. Eure Lenden sollen umgürtet sein und eure Lichter brennend. Und seid Menschen gleich, die ihren Herrn erwarten, wenn er von der Hochzeit aufbrechen wird. Damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Ich habe darüber ein bisschen nachgedacht dann, wo ich das gelesen habe. Und ich habe, ja, wie kann das denn gehen? Man geht auf Geschäft, man macht seine Arbeit, dann fährt man ja auch manchmal in den Urlaub, dann feiert man Feste mit den Freunden, eine Grillparty zum Beispiel und so weiter und so weiter. Da habe ich mir Gedanken gemacht, man lebt ja sein Leben. Wie kann ich denn immer bereit sein, wenn Jesus wiederkommt? Und da habe ich mir Gedanken darüber gemacht und dann ist mir das so einfach groß geworden. Seid Menschen gleich, die ihren Herrn erwarten, wenn er von der Hochzeit aufbrechen wird, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Auch wenn wir unser Leben führen, hier auf dieser Welt. Ist ja normal, gehört ja dazu, wie gerade erwähnt. Aber trotzdem soll unser Fokus darauf gerichtet sein, auf die Wiederkunft des Herrn. Wenn die Entrückung zum Beispiel stattfindet, dass wir bereit sind. Dieser Bibeltext sagt aber hier aber auch, wenn er kommt von der Hochzeit und er klopft. Hier diese Geschichte sagt nicht, so habe ich mir das überlegt, wenn Jesus aufbrechen wird, dass ich ihm entgegengehen soll, sondern er klopft. Ich muss bereit sein, wenn er klopft, dass ich die Tür auftue. Ich darf nicht zu beschäftigt sein mit weltlichen Dingen, wie zum Beispiel mein Geschäft. Ich darf nicht zu beschäftigt sein mit zu viel Urlaub, sage ich jetzt mal. Mit einfach weltlichen Dingen, wo deine ganze Konzentration, dein ganzes Herz, wo an erster Stelle steht in deinem Herzen, die Nummer eins ist, und Jesus vielleicht so ein bisschen nebenbei. Nein, genau andersrum. Wir müssen leben, ganz klar. Jeder hat seine Aufgabe. Jeder hat Familie und so weiter. Aber die Nummer eins sollte Jesus sein. Und wenn er dann klopft, halt bereit. Du bist bereit, alles liegen zu lassen. Alles stehen zu lassen. Jesus, ich bin bereit, ich mache dir die Tür auf. Und er nimmt dich mit zur Hochzeit. Verstehen wir das? Jeder muss leben. Jeder muss sein Leben führen. Aber das soll nebenbei sein. Die Nummer eins muss sein, wenn Jesus anklopft, dass wir ihm die Tür auftun. Wie bin ich denn bereit, habe ich mir auch überlegt. Manchmal hat man Streit mit Menschen. Ich muss mich vorbereiten darauf, auf die Wiederkunft des Herrn. Dein Leben zu regeln, deine Schwierigkeiten, Streitigkeiten vielleicht, die du hast, im Frieden zu lösen, in der Heiligung zu leben, ein heiliges Leben zu führen und so weiter und so weiter. Vielleicht lebst du ein Ehebruch. Löse das vor dem Herrn. Tue Buße darüber. Und so weiter und so weiter. Verstehen wir, was ich sagen will? Wir müssen bereit sein, unser Leben ordnen, wenn Jesus anklopft, damit wir ihm die Tür aufmachen und wir bereit sind. Lesen wir mal weiter in diesem Bibeltext. Seid Menschen gleich, die ihren Herrn erwarten,
wenn er von der Hochzeit aufbrechen wird, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Glückselig sind jene Knechte, welcher der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und sie zu Tisch führen und hinzutreten und sie bedienen. Was für eine Ehre! Er wird dann kommen, er wird uns zu Tisch führen und wird sich schürzen, heißt es, und er wird uns bedienen. Was für eine Ehre! Der König der Könige, der Herr aller Herren, kommt dann, wir sitzen zu Tisch in einem großen Gastmahl oder Hochzeitsmahl und er wird kommen und uns dienen, sagt dieser Text. Aber wir müssen bereit sein. Und wenn er in der zweiten Wache kommt, Nachtwache kommt oder in der dritten Nachtwache kommt und sie so findet, glückselig sind jene Knechte. Was heißt dieser Bibelvers? Wenn es länger dauert, wie gedacht, wenn er nicht so schnell kommt, wenn es noch etwas dauert, sei bereit, egal zu welcher Stunde. Das aber erkennt, wenn der Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb käme, so würde er wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da er es nicht meint. Lese ich nochmal die ersten beiden Verse. Eure Lenden sollen umgürtet sein, bereit zu sein, und eure Lichter brennend, voll des Geistes zu sein. Und seid Menschen gleich, die ihren Herrn erwarten, wenn er von der Hochzeit aufbrechen wird, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Die zweite Geschichte. Ich habe ja zwei Geschichten. Das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Lasst uns mal lesen, hör gut zu. Dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleichen, die ihre Lampe nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen aber waren klug und 5 töricht. 5 waren dumm. Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Vielleicht, ich denke, dass wir fast alle bekehrt hier sind und wir haben alle Heiligen Geist empfangen, alle haben wir Öl bekommen, aber weil heute auch Pfingsten ist, gedenken wir daran, wir sollen Öl mit uns nehmen. Wir sollen voll des Heiligen Geistes werden. Das ist ein Unterschied. So habe ich es verstanden, so erkläre ich es euch nochmal ganz kurz. Wenn ich mich bekehre, es geschieht eine Wiedergeburt in meinem Herzen. Wenn ich Jesus annehme, empfange ich Heiligen Geist. Aber die Bibel sagt, werdet voll des Geistes. Das ist ein Unterschied. Du empfängst bei deiner Bekehrung, aber die Bibel sagt, trachte danach, nach den geistlichen Gaben und so weiter. Du sollst voll des Geistes zu werden. Und diese 10 jungen Frauen, 5 waren klug, 5 waren töricht, sagt die Bibel. Lesen wir weiter. Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Vers 4. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mitsamt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Alle 10 wurden schläfrig. Er ließ auf sich warten. Es hat länger gedauert, wie gedacht. Wenn wir von der Geschichte, von der Bibel und von den Geschichten wissen, schon die ersten Christen vom Neuen Testament haben auf die Wiederkunft des Herrn gewartet. Also es dauert etwas länger, wie gedacht. Aber wir sollen nicht schläfrig werden. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam kommt. Geht aus ihm entgegen. Da erwachten alle jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen. Gebt uns von eurem Öl, wenn unsere Lampen erlöschen. Aber die Klugen antworteten und sprachen, nein, es würde nicht reichen für uns und für euch. Geht doch vielmehr hin zu den Händlern und kauft für euch selbst. Während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Danach kamen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, tu uns auf. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wacht. Pass auf, wacht, seid bereit, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Also, dieses Gleichnis. Bei den 5, den Törichten, ging das Öl aus. Die anderen 5 haben mitgenommen Öl. Ein Öl ist ein Bild für den Heiligen Geist. Heute ist Pfingsten. Heute gedenken wir daran. Also was machen wir heute? Heute sollen wir uns füllen lassen mit seinem Heiligen Geist. Wie lasse ich mich denn füllen? Wie funktioniert das denn? Bitte doch darum. Ganz einfache Aufgabe. Bitte darum, wo du sagst, Herr Jesus,
mach mich voll des Geistes. Erfülle mich mit deiner Kraft. Schenk mir die Zungensprache. Schenke mir voll ein von deinem Heiligen Geist. Wenn ich bittet, wird nicht empfangen. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan werden. Ganz kleines Zeugnis noch von mir und dann gebe ich schon weiter an Odatta. Ja, vor einigen Jahren war ich noch so jung im Glauben, habe mich dann bekehrt, habe mich taufen lassen und dann war auch ganz, haben wir danach gestrebt, ja, die Zungensprache zu bekommen. Wie haben wir das gemacht? Erfüllt zu werden mit Heiligen Geist. Immer wieder dafür gebetet. Meine Schwester hat mir mal ein Buch gegeben, darüber durfte ich darin lesen, habe darüber gelernt, aber immer wieder in der stillen Zeit, auf deinen Knien auch, immer wieder dafür gebetet. Demagoge Jesus, schenk mir die Zungensprache. Ich will mehr von deinem Heiligen Geist. Und irgendwann, bei mir war es jetzt so, vielleicht anders wie bei dir, ich habe am Anfang erst ein paar Worte bekommen. Nur zwei, drei, ich glaube zwei Worte waren es so. Aber war zu wenig, ich habe weitergemacht. Herr, schenk mir voll ein. Schenk mir voll ein des Heiligen Geistes. Wir waren in der Bibelschule und kann mich noch erinnern, Rubeli war vorne und ja, hatten eine Anbetungszeit und wir haben unsere Hände erhoben und wir haben darum, glaube ich, gebetet und auf einmal habe ich gemerkt, ist was passiert. Ich habe gemerkt, wirklich, ich sage es so, wie ich es verspürt habe, meine Hände waren beide nach oben und ich habe gemerkt, Kraft ging in meine rechte Hand hinein. Kraft kam von Gott. Ich habe das gespürt. Auf einmal war was da. Und diese zwei Worte, mehr, explodiert. Viele Worte. Ich kann sie, glaube ich, nicht zählen. Aber ich habe gemerkt, ich bin getauft worden, ja, mit der Zungensprache im Heiligen Geist und bis heute noch. Also ist erfahrbar. Ist möglich. Hat nicht aufgehört, habe ich heute früh in der Predigt kurz gehört. Hat nicht aufgehört, das stimmt nicht, sondern es ist aktuell. Und gerade jetzt in dieser Zeit, von diesen Geschichten her, mit diesen 10 Jungfrauen oder auch hier, eure Lenden sollen umgürtet sein und eure Lichter brennend. Also gießen wir ein in unseren Herzen, damit wir brennend werden. Amen. Komm, bete doch mal mit mir auch. Herr Jesus, danke Jesus, Herr, für deine Hinweise, Herr. Ja, für deine Warnungen, Jesus, aber auch für deinen Hinweis, ja, für Zurechtweisung, Jesus, wo du uns einfach wie ein Schild, Herr, im Straßenverkehr zeigst, welche Richtung wichtig ist, Jesus, Herr. Jesus, so bitte ich dich, Herr, lass unsere Lenden umgürtet sein, Herr. Lass uns bereit sein, wenn du uns rufst. Lass uns bereit sein, wie auch im Zeugnis von Nebula, Herr. Wir wissen nicht, wann es vorbei ist. Und dann das Zweite, Jesus, Herr, lass uns brennend im Geist sein, Herr. Schenk uns ein, Jesus, Herr. Herr, ich bitte dich, Jesus, Herr, für deine Kinder, die hier sind, auch für mich. Herr, lass uns voll des Geistes werden, Jesus, Herr. Herr, lass mich voll des Heiligen Geistes werden. Ich bitte dich darum, Herr. Gieße dein Öl aus über uns als Diener hier, Jesus, Herr. Gieße dein Öl aus, Herr, über unser Missionswerk hier, Jesus, Herr. Über unsere Ältesten, ganz neu, Herr. Unsere Lehrerschaft, deinen Dienern, Jesus, Herr. Alle, wo wir sind, Herr. Und jetzt auch hier in Weinsberg, Jesus, Herr. Deine Kinder, die das hören. Herr, erfülle sie mit deinem Heiligen Geist, Jesus, Herr. Gieße dein Öl aus, Jesus, Herr, damit die Herzen brennend sind. Damit wir bereit sind, Jesus, wenn du wiederkommst. Herr, wir bitten dich, dem lebendigen Gott, der jetzt ganz genau zuhört. Ja, Jesus, du hörst uns ganz genau zu, Herr. Wir bitten dich, lass deinen Geist über uns kommen, Jesus, Herr. Erfülle uns mit deiner Kraft, Herr. Und gieße aus und ja, dass Menschen, die Interesse daran haben, darum bitten, dass sie in anderen Sprachen reden, Jesus, Herr. Nach deinen Worten, Herr. Danke dafür, Jesus. Danke, dass du hörst und danke, dass du da bist, Herr. Amen. Ja, Jesus, hab Dank, Herr, dass du heute noch erfahrbar bist. Herr, dass du lebst, du bist ein lebendiger Gott, Herr. Danke, Jesus, dass wir zu dir kommen dürfen, Herr, dass du uns nicht die Tür verschließt, sondern, Herr, alle, die zu dir kommen, dürfen erfahren von deiner Liebe, Herr.
dürfen erfahren, wie du bist. Danke, Herr. So segne uns doch alle, Herr. Auch mit unseren Fehlern, auch mit unseren Schwachheiten, Herr. Vergib uns, Herr, wo wir versagt haben, Herr. Vergib uns, Herr, wo Sünde in unserem Leben gekommen ist, Herr. Reinige uns, du, Herr, mit deinem kostbaren Blut, Herr. Danke, Herr, dass du das Opfer, das vollkommene Opfer bist, Herr. Und dass du uns nicht alleine gelassen hast, sondern hast uns deine Kraft, deinen Heiligen Geist gesendet, damit wir nicht alleine sind, Herr. Danke, Herr. So dürfen wir im Glauben es annehmen und dir vertrauen von ganzem Herzen, dass du derselbe bist, gestern, heute und alle Ewigkeit. Danke, Herr. In Jesu Namen. Amen.